Heute stelle ich euch den Omega 300 Light Flasher oder Rücklicht mit Flash-Funktion, den ich mir jetzt extra bestellt habe, weil ich am Fahrrad immer wieder feststelle, dass man eigentlich nicht gesehen wird. Ich habe normalerweise in meinem Fahrrad so einen Billiglicht dran. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, das habe ich mir am Helm befestigt. Hat normalerweise 100 Lumen, sagen sie zumindest. Und das hat schon eine sehr gute Funktion, aber ich zeige euch nochmal jetzt den Light Flasher oder Omega Flasher, der 300 Lumen hat und auch verschiedene Blinkmodi natürlich. Mir ist persönlich wichtig, dass ich überlebe. Das ist das Einzige, was zählt, dass ich überlebe. Und deswegen schauen wir uns mal an, den Lichtflasher 300 Lumen. Der kostet natürlich auch, ich weiß nicht, 50 Euro oder so, ja. Aber wenn man mit dem Rennrad fährt, draußen oder eine große Batterie, hält natürlich auch ewig. Okay, erstmal ein Unpacking. Man sieht hier Tail Light Omega 300 heißt es da. 300 Lumen. Dann haben wir hier von 6 bis 36 Stunden Laufzeit. Das heißt, man kann es bei 3 Tagestouren einfach ein Stück blinken lassen. Ja. Wasserfest natürlich. Das ist nicht bei allen so. Busch und Müller zum Beispiel ist sehr oft. Da läuft ja, die haben ja keine Dichtung drin, da läuft Wasser rein. Sehr leicht und 2 Stunden 15 voll Flash, ja, okay. Dann hat es verschiedene Teile, kann man nachher alles durchlesen. Die Modi schauen wir gleich an. Von, ich glaube, das ist Knight Rider Produkt. Die Firma selber heißt Knight Rider. Sieht man es? Da, Knight Rider Omega 300. Da haben wir eine Ladebuchse drin in USB, in Mini-USB. Also nicht USB-C, sondern Mini-USB. Oben ist der Startknopf. Wow! Wow! Uiuiuiui. Aha, gut. Sehen wir mal den Unterschied. Und jetzt schalten wir mal die Modi um. Den lassen wir mal aus. Jetzt haben wir hier so diesen Modus, der nennt sich, der läuft, das Licht läuft von links nach rechts durch. Sieht man das? Das läuft hier so durch. Wenn es dann langsamer läuft, dann läuft auch immer der links durch, dann hält es auch länger. Ja? Also Flash-Modus. Sieht man gar nicht vor lauter Leuchte. Dann haben wir hier nochmal hier oben drauf drücken. Schön handlich. Übrigens, da ist zur Halterung drin. Die müsste auch hier drin sein. Ja. Ich meine, das ist nämlich ein Licht, gell? Vielleicht schade, dass das in Deutschland nicht verkauft ist, sowas. Also nicht direkt. Man kann es natürlich übers Internet bestellen. Ne? Also. Dann ist hier so eine Halterung dran, wo es reingehört, dass man dann auch so befestigen kann. Na, da hat so ein Gummi dran, so eine Gummiratsche, die hier. Und dann kann man es ganz normal reinstecken hier. Machen wir es mal aus. Normaler Modus, dass man nicht verrückt wird. Und dann draufbleiben, dann bleibt es so. So. Warum geht sie da rein? Das mache ich falsch. Geht es nur in eine bestimmte Richtung rein? So rum kürzt rein. Ja, dann läuft es so schön rein. So, gehen wir mal die einzelnen Modi durch. Also, wir haben hier einmal drauf drücke. Dann läuft es so die Reihe nach durch. Zweimal drauf drücke, Puls. Dreimal drauf drücke, Festlicht. So festes. Viermal drauf drücke, leichtes Licht.
fünfmal drauf drücke. Das ist zum Vergleich hier, sieht man das mit Flasher. Fünfmal drauf drücke, sechsmal drauf drücke, nochmal drauf drücke. Großes Licht, kleines Licht, Flasher, Pulser, Lauflicht, so Wechsellicht. So, und das hat jetzt, das zeige ich ja, jetzt schauen wir uns mal das Ganze in der Sicht an draußen. So, jetzt machen wir mal das Licht an, Tageslicht. Woof, woof, woof.